unserer Geschichte geht es um 85 Fohlen. Lauter sollten die Geräusche in einem Kleinstwagen mit Weltniveau nämlich nicht sein. Und es geht darum, ob der Schlosser Manfred Stephan wirklich ein Neuerer wird. Das ist er übrigens, der dort den Ingenieuren von der Sozialistischen Arbeitsgemeinschaft mit den Messgeräten folgt. Das Ergebnis war immer noch nicht ganz befriedigend, wenn es auch nur noch um einige Fohlen ging. Seit Monaten laufen nun schon die Versuche. Manfred Stephan gehört zu der Brigade, die die Ideen der Arbeitsgemeinschaft in der Praxis verwirklicht. Und er hat alles von Anfang an miterlebt. Einmal waren sogar schon weniger als 85 Fohlen gemessen worden. Aber dieses Ergebnis wurde durch einen zusätzlichen Rahmen und eine besonders komplizierte Aufhängung des Motors erzielt. Beides Dinge, die die Konstruktion teurer und das Fahrzeug schwerer machen würden. Kein gangbarer Weg also. Aber einen anderen hatte bisher noch keiner gefunden. Manfred Stephan ist einer von denen, die wenig reden, die aber ihre Augen offen halten. Er hatte jede Überlegung und jeden Gedanken der Arbeitsgemeinschaft mitgedacht. Er hatte vieles gelernt dabei. Aber was da in seinem eigenen Kopfe zu spuken begann, das hatte er bisher nicht zu sagen gewagt. Und dennoch, jede ergebnislose Veränderung an anderen Teilen brachte ihn immer wieder auf das Gebläse. Dieses Geräusch ist doch ganz offenkundig zu dämpfen. Oder man müsste es aus dem Inneren des Wagens hinausleiten. Ja, das muss zum Erfolg führen. Und wenn es ihm nur noch gelingt, eine brauchbare technische Lösung vorzuschlagen, dann hat er, der Schlosser Manfred Stephan, das ganze Kollektiv überrundet. Natürlich, das ginge alles leichter, wenn man sich mit den anderen besprechen könnte. Aber wäre das nicht eine Dummheit? Jetzt, wo das Prinzip klar ist? Ja, für die Sache mit den 85 Fohlen schien sich endlich ein gangbarer Weg aufzutun. Die Frage war nur, ob Manfred Stephan auf diesem Wege ein wirklicher Neuerer werden wird. Am Abend war er noch recht zufrieden mit sich. Am nächsten Morgen aber... Morgen, Harry. Morgen, Werner. Morgen. Ich habe mir das gestern noch mal überlegt, aber das mit der vierten Aufhängung, das haut nicht hin. Mir ist doch nichts Neues eingefallen. Wollen wir uns den dritten Versuch nicht noch mal anschauen? Ja, vielleicht liegt es am Rundlager. Das könnte sein. Komm, schauen wir uns den Besuch dann noch mal an. Na ja, wollen wir nachsehen. Ich habe mir das gestern Abend noch mal überlegt, aber das mit der vierten Aufhängung, das haut nicht hin. Mir ist doch nichts Neues eingefallen. Wollen wir uns den dritten Versuch nicht noch mal ansehen? Ja, vielleicht liegt es am Rundlager. Nun hör mal zu, Manfred. Wir wollen einmal offen miteinander reden. Hast du vergessen, was dich zum ersten Male herausriss aus dem Trott der Arbeit ohne Nachdenken? Da war das große Kollektiv eurer Parteiorganisation, das ganz klar die Aufgaben formuliert hatte. Jeder Einzelne erfuhr, was das ist. Weltniveau. Für seine Arbeit und für den ganzen Wagen. Und dann waren die Monate der gemeinsamen Anstrengungen mit dem Kollektiv der Sozialistischen Arbeitsgemeinschaft und im Kollektiv deiner Brigade. Wie viel ist dabei herausgekommen? Nicht nur für die Sache, auch für dich. Neue Erfahrungen, neues Wissen. Wurde die mögliche Lösung nicht immer mehr eingekreist durch die gemeinsamen Überlegungen?
gut, du bist der Erste, der sie schließlich entdeckte. Aber musst du dich nun deshalb mit ihr heimlich davonstehlen aus dem Kollektiv, dessen Arbeit auch die Grundlagen für deine Idee geschaffen hat? Neuerer, Manfred, wird man nicht allein durch seinen technischen Verstand? Und außerdem, glaubst du wirklich, das Kollektiv würde dich um die Anerkennung deiner Leistung betrügen? Was ist denn mit dir los? Hast du Zahnschmerzen? Ach. Liebeskummer, was? Quatsch. Da, lies mal. Ne Mensch, das ist doch eine tolle Sache. Und da machst du so ein Gesicht? Und nun kam die Geschichte mit den 85 Fohlen tatsächlich auf den richtigen Weg. Auf den Hauptweg, den wir in unserer Produktion gehen müssen. Den Weg wirklicher sozialistischer Gemeinschaftsarbeit. Weil nun alle mitdenken konnten, gelang es schnell und ohne jede unnötige Verzögerung, die Vorschläge zu ergänzen und zu verwirklichen. Dem BFN konnten in kurzer Zeit technisch ausgereifte Unterlagen eingereicht werden. Für Manfred Stephan begannen wieder Wochen, in denen er Erfahrungen machen konnte. Vor allem aber die, dass der Einzelne nach dem Schritt vom Ich zum Wir auf einer neuen, höheren Ebene in der Gemeinschaft Anerkennung findet. Lass mal an. Komm, steig ein. Was denn? Ja, du fährst mit. Mitfahren? In Ordnung. Alles fertig? Fertig. 1000 steht. Gut, weiter. 1250 steht. 1500 steht. Reicht's? 84. 84? 84 Fohlen. Ein voller Erfolg. Für unsere Autoindustrie, für das Kollektiv aller Beteiligten und für Manfred Stephan, der allen Grund hat, sich nicht nur über seine Prämie zu freuen.